300 Meters. Wir schauen uns heute einmal keine Abkürzung an. Und die geht durch den Baumarkt. Unser Thema heute ist die Benefizfahrt nach Skalica. Bei dieser Benefizfahrt geht es hauptsächlich darum, um die Unterstützung von sozial benachteiligten Kindern. Mit sozial benachteiligt meine ich nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch es geht um Kinder, die teilweise leicht und schwerst behindert sind, sowohl körperlich als auch geistig. Und die sehr große Unterstützung bedürfen. Mit der Benefizfahrt wird diesem Kinderheim geholfen und neben finanzieller Unterstützung wird auch materielle Unterstützung gebracht, also Spielzeug, Windeln, Gewand etc. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Fahrt, denn die finanziellen Mittel sind mehr als eingeschränkt. Stattfindet die Fahrt am 2. Juni. Generell gibt es keine Einschränkungen, also das heißt, egal welcher Typ von Motorrad, welche Marke, es gibt hier keine Unterscheidungen und keine Einschränkungen. Es sind auch natürlich Roller willkommen, das heißt 125er, und die Fahrt ist eher eine sehr gemütliche, das heißt die Höchstgeschwindigkeit ist relativ gering. Spielt sich alles in etwa unter 100 km/h ab, das heißt die durchschnittliche Geschwindigkeit ist meistens rund 80 km/h. Und die Fahrt führt von Schwechat weg, das ist Schwechat bei Wien, wo auch normalerweise der Wiener Flughafen ist, und führt von dort über Hainburg hinauf nach Hohenau, und bei Hohenau wird dann die Staatsgrenze von Österreich in die Slowakei überquert und geht dann dort weiter. Generell benötigt niemand eine Autobahnvignette, das heißt jeder, der keine Autobahnvignette hat, kann daran teilnehmen und mitfahren. Und es sind natürlich alle herzlich dazu eingeladen, diese Benefizfahrt zu unterstützen und durch ihr Kommen und natürlich ihre Spende einen Beitrag für das Kinderheim zu leisten. Für Motorräder ist der Beitrag, also Motorrad plus Fahrer, sind 10 € zu bezahlen als
Mitfahrbeitrag für jeden Sozius zusätzlich 5 Euro. Das sind keine wirklich extremen Summen und ich denke, es hilft den Kindern sehr wohl. Es gibt auch einige Firmen, die sehr große Unterstützung bei dieser Benefizfahrt uns teillassen werden. Es ist ja so, dass ich die früher gemacht habe mit einem Freund und Bekannten und die jetzt von einem Motorradclub übernommen wurde. Und es ist eigentlich sehr wichtig, weil Unterstützung, die hier für das Kinderheim eigentlich ein ganz ein wichtiger Bestandteil ist und die Kinder dann doch wieder einige Sachen bekommen, die sonst nicht möglich wären und das den Kindern natürlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und ich denke, 10 Euro ist keine große Summe, um sie zu spenden. Ja, die Fahrt geht in Schwechat-Ranersdorf los. Treffpunkt ist das Robert-Thon-Stadion. Ich werde den Zettel noch einblenden. Dort geht die Benefizfahrt um 9 Uhr los. Das heißt, idealerweise wäre es gut, wenn die meisten etwas früher kommen, sich einfinden könnten und von dort geht dann eine geschlossene Fahrt Richtung Heimburg los und die Fahrt wird auch die meiste Zeit oder normalerweise von der Exekutive, das heißt von der Polizei, begleitet und der zweite Vorteil ist halt, dass wir dann einen Großteil der Kreuzungen gesperrt bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das auch nicht schlimm, da einige wirklich sehr gute und routinierte Mitfahrer dabei sind, die zum besseren Erkennen eine Warnweste tragen mit der Aufschrift Guide und die dann die Gruppe begleiten und schauen, dass sie nicht zerrissen wird, beziehungsweise dass hier ein gemeinschaftliches, gemütliches Fahren stattfinden kann und das hat bis jetzt die letzten Jahre sehr gut geklappt. Ich habe einige Male immer das Schlusslicht bei dieser Fahrt gemacht und ist eigentlich eine ganz witzige Sache, als Schlusslicht zu fungieren, da man bei so etwas eigentlich sehr gut den Überblick hat über die ganze Kolonne sozusagen und sieht auch, was vorne gemacht wird. Und wir hatten auch die meiste Zeit Helm-Headsets mit Funkgeräten, die normalerweise die wurden ausgebaut von der Feuerwehr und sind wirklich Profigeräte und damit konnte man eigentlich
über die Gruppe hinweg, die da jetzt in Kontakt stehen, und sollte es Probleme gegeben haben, also dass irgendjemand mit einem Fahrzeug ein technisches Problem hat, konnten wir Bescheid geben. Ist auch so, dass natürlich der Empfang in Skalica durch den Bürgermeister stattfindet, und es gibt auch eine junge Dame, die Beauftragte für die ganzen Kinder- und Sozialeinrichtungen, die gut Deutsch kann und von Slowakisch auf Deutsch dolmetscht, und dann auch für andere Sachen sich einsetzt, zum Beispiel technische Hilfe. Wir hatten einmal das Problem, dass jemand der Fußraster die Schrauben herausgegangen sind, und den hat er verloren, und das war einzig innerhalb von einer Stunde erledigt, dass wir von einer Werkstatt Ersatzschrauben bekommen haben, um den Fußraster wieder zu befestigen, und der Teilnehmer konnte ohne Probleme seine Fahrt fortsetzen. Ja, im Prinzip ist es eine eher kleine Veranstaltung, also rund um 100 bis 150 Bikes, aber es macht sehr viel Spaß, und es ist toll, die Kinder zu sehen, auch durchs Kinderheim zu gehen. Also man kann die Kindereinrichtung sehr wohl besuchen, indem man durchgeht. Und das ist der große Unterschied zu vielen, vielen anderen, wo man das Heim direkt nicht sehen kann. Und man kann auch die Kinder herumtragen, also man hat direkten Kontakt. Und das sind die riesengroßen Vorteile und Unterschiede, die diese Veranstaltung wirklich ausmachen.